wenn man etwas Großes verändern will in der Gesellschaft, dann muss man einfach bei den Kindern anfangen. Wir nehmen jetzt mal alle unsere Hände und dann reiben wir sie ganz schnell aneinander, bis sie heiß werden. Na, wem brennt schon die Hände? Und wer warme Hände hat, legt sie sich ans Gesicht. Oh. Ihr habt gerade selber Energie gemacht, wie ein kleines Kraftwerk. 50/50 sind Energiesparprojekte an Schulen und auch Kitas. Das Hauptziel der Energiesparprojekte ist natürlich tatsächlich, Energie einzusparen. Aber das Entscheidende ist, wie wir da hinkommen. Und das erreichen wir über eine Bildung, über die Schaffung von Bewusstsein, wo überhaupt Energie gebraucht und verbraucht wird. Eine reguläre Schulbetreuung besteht normalerweise aus mehreren Terminen. Am Anfang steht die Einführung zum Thema Energie und Klima. Die SchülerInnen lernen verschiedene Energieformen kennen, werden für die Klimakrise sensibilisiert und anschließend sprechen wir darüber, warum überhaupt Energie gespart werden soll. Was passiert denn auf der Erde, wenn es allmählich immer wärmer wird? Es wird auf der Erde so heiß dann werden, dass dort auf der Erde dann keine Pflanzen oder Tiere mehr leben können. Was meint ihr denn, wenn wir viel Energie sparen wollen, machen wir das bei der Wärme oder beim Strom? Wo kann man das besser machen? Bei der Wärme, also bei der Heizung. Und dann machen wir auch noch einen Energierundgang durch die Schule. In dem Zuge führen die SchülerInnen auch Messungen durch zur Temperatur, zur Beleuchtungsstärke und zum Stromverbrauch. Das hier ist ein Sekundenthermometer. Das heißt Sekundenthermometer, weil es in Sekunden die Temperatur misst. Jede Gruppe wird da so ein Messgerät bekommen. Wir messen hier gerade die Temperatur und wie viel Licht hier gerade ist, um zu gucken, weil es jetzt hier ziemlich heiß ist, dass wir dann die Heizung vielleicht auch auslassen. Also wir vom Landkreis Havelland, vom Klimaschutzmanagement, haben das Projekt an unseren havelländischen Schulen angestoßen, weil wir gerne unsere Schülerinnen und Schüler für das Thema Energiesparen sensibilisieren wollen. Und wir fanden das Projekt sehr klasse, weil man gleichzeitig auch diese technische Komponente da drin hat, wo man mit den Hausmeistern auch nochmal zum Beispiel die Heizungsanlage checkt und dort Optimierungen eben vornimmt. Unsere Heizungsanlage in der Schule, das muss man mal gesehen haben, kommen Sie als Schüler, Schülerin so nicht ran. Aber im Rahmen des Projektes schon. Das sind eure Heizkessel. Hier drin wird was verbrannt, um das Wasser für die Heizung warm zu machen. Was meint ihr, was wird hier verbrannt? Erdgas. Genau, Erdgas. Also hier in diesen beiden Kesseln, das sind zwei, wird Erdgas verbrannt, um das Wasser für eure Heizung warm zu machen. Dann wird es über die Rohre in die Schule verteilt. Unsere Teilnahme bei 50/50 bezieht die gesamte Schule mit ein. Alle Lehrkräfte, alle Kinder sind auf dieses Thema soweit sensibilisiert, dass es möglichst langfristig in den Schulalltag mit eingeht. Einmal im Jahr holen wir das dann, bei uns ist es die 4. Klasse, im Sachunterricht in den Unterricht. Mittlerweile sind bei uns im UFU jedes Jahr mehr als 50 Schulen, die damit einbezogen werden. Das Projekt hat ja einen tollen Nebeneffekt, und zwar, dass es Geld einspart. Das findet der Schulträger natürlich sehr gut und beteiligt die Schulen als Dankeschön auch an den finanziellen Einsparungen. Man also nicht nur die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert für das Thema, sondern auch konkret in den Schulen Energie und Kosten einsparen kann, was für uns als Landkreis und Schulträger eben total auch wichtig ist. Bei Energiesparprojekten werden in der Regel zwischen 4 bis 15% Energie eingespart. Können wir denn viel Energie einsparen, wenn nur ihr die Energiespartipps befolgt? Ja, Max? Also das würde besser gehen, wenn alle das machen, alle Lehrerinnen und alle Lehrer und alle Schülerinnen und alle Schüler. Am Ende der Schulbetreuung steht dann die schulinterne Öffentlichkeitsarbeit. Das machen sie zum Beispiel über die Gestaltung von Hinweisschildern zu einzelnen Energiespartipps. Also man könnte den Heizkörper in der Klasse also nicht höher als die Stufe 3 hochdrehen. Wenn die Sonne scheint, nicht das Licht anmachen, sondern eher das Licht auslassen, weil sonst verschwendet man Energie. Die Heizung nicht aufdrehen, wenn das Fenster geöffnet ist. Wir haben über die letzten 30 Jahre, die wir das Projekt betreuen, mehr als 1500 Schulen in unserem Projekt gehabt. Ich würde anderen Schulträgern auf jeden Fall empfehlen, an dem Projekt teilzunehmen, weil man einerseits eben das Thema Energiesparen und Klimaschutz wirklich zu den Schülern tragen kann
und andererseits auch als Landkreis wirklich konkrete Energie- und Kosteneinsparungen eben bewirken kann durch die Maßnahmen, die dann auch auf der technischen Schiene angestoßen werden. Was wir von der Schule brauchen, ist eigentlich nur die Termine möglich zu machen, dass wir kommen dürfen, dass wir Unterrichtszeit bekommen. Jetzt haben wir das jedes Jahr, das bedeutet, wir brauchen einen verlässlichen Partner, Referenten von außen, das hatte man nochmal so einen Motivationsbooster. Und unsere Lehrkräfte begleiten zwar dieses Projekt, sind dann aber trotzdem, und das ist eine ganz simple Sache für mich als Schulleitung, sind schlicht und ergreifend an der Stelle dann auch entlastet. Und es ist immer sehr angenehm eigentlich, mit den Schulen zusammenzuarbeiten, mit den Menschen, die da involviert sind. Der Unterricht gefällt mir gut, weil man hier viele neue Sachen lernt. Und nicht so wie bei Mathe immer nur irgendwelche Zahlen. Weil sowas habe ich noch nie gemacht. Also ich fand es cool, als wir so Temperaturen gemessen haben und das Licht in anderen Räumen. Und wir können den Eltern sehr viel beibringen, was sie vielleicht noch nicht wissen. Ihr seid jetzt mit der anderen Klasse zusammen die Energieexperten der Schule. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja!